Willkommen im nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind inzwischen im dritten Video unserer Datenbank-Modellierungsreihe. Wir wollen uns heute um die Normalisierung kümmern. Zielgruppe ist 11. bzw. 12. Klasse Fachinformatiker. Für unser Beispiel stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir haben eine Autowerkstatt und der Besitzer dieser Autowerkstatt würde gerne seine Kunden elektronisch verwalten. Und gehen wir mal davon aus, er hat einen Sohnemann und der hat schon mal irgendwas über Datenbanken gelesen und würde das gerne machen und geht jetzt, ich sag mal, relativ blauäugig an diese Sache ran. Der Besitzer formuliert jetzt einfach seine Anforderungen. Er sagt, er braucht auf jeden Fall den Termin und das Kennzeichen des Fahrzeugs. Dann braucht er natürlich den Namen des Kunden und die Telefonnummer für Rückruf. Dann hätte er gern die Marke des Fahrzeugs und den Typ. Ja, dann hat er alle Daten, die er wirklich möchte, in einer Tabelle. Und der Sohn sagt, ja, ich brauche jetzt noch irgendwas wie einen Primärschlüssel. Das hat er irgendwo gelesen, dass wir jeden Datensatz eindeutig identifizierbar machen müssen. Und dafür eben die Felder verwenden, die da sind. Und ja, da sagt dann der Besitzer, ja, das wäre Kennzeichen zusammen mit Termin. Also wenn ich den Termin und das Kennzeichen habe, dann ist jeder Datensatz eindeutig identifizierbar. Das sind dann die Primärschlüssel und damit versucht der Sohn das Ganze jetzt eben in die Datenbank zu kriegen. Jetzt kommt der erste Kunde und sagt, ja, ich hätte jetzt gerne einen Termin. Der Besitzer trägt das in seine Datenbank ein mit allem drum und dran und somit nimmt die Datenbank ihre Arbeit auf. Der nächste Kunde kommt und lässt auch entsprechend einen Termin eintragen. Hier in dem Fall jetzt sogar der gleiche Termin, aber eben anderes Kennzeichen. Das heißt, die Primärschlüsselwahl war offensichtlich jetzt richtig. Jetzt kommt der gleiche Kunde nochmal, dieser Peter Frank, und sagt, er braucht einen weiteren Termin und der Besitzer trägt auch den ein. Danach kommt er nochmal und sagt, ach, ich habe ganz vergessen zu sagen, meine Telefonnummer ist die 089-2234. Und der Besitzer sagt, ja, ich kann mich daran erinnern, ich habe gerade den Datensatz eingetragen und ich ändere mal den schnell ab auf die 2234. Dadurch haben wir jetzt aber ein Problem geschaffen. Warum? Wir haben ja zweimal jetzt hier diesen Peter Frank in der Datenbank, aber mit unterschiedlichen Telefonnummern. Das heißt, wir haben hier einen Konflikt. Wir wissen nicht, was ist jetzt die eigentlich richtige Telefonnummer von Peter Frank. Und dieser Konflikt tritt deswegen auf, weil wir haben eine Sache falsch gemacht, die wir erinnern uns vielleicht an das erste Datenbankmodellierungsvideo, da schon hinterlegt haben. Der größte Feind des Datenbankmodellierers ist die Redundanz. Und genau das haben wir hier. Wir haben zweimal den Peter Frank als Wert und dazugehörigen Telefonnummer stehen. Das heißt, durch die Änderung, die der Besitzer jetzt hier gemacht hat, ist eine Dateninkonsistenz aufgetreten. Und Dateninkonsistenzen, die beim Ändern auftreten, nennt man Änderungsanomalien. Also eine Anomalie ist eine Datenkonstellation, die nicht erwünscht ist oder ein Verhalten, das nicht erwünscht ist. Und eben das unerwünschte Verhalten beim Ändern ist die sogenannte Änderungsanomalie. Nun gucken wir mal, ob es vielleicht noch andere Anomalien gibt. Gehen wir davon aus, die Rita Frank hat sich jetzt nochmal gemeldet und hat gesagt, bitte den Termin, den ich da gemacht habe, stornieren und dann im Laufe der Woche mal zurückrufen für einen neuen Termin. Nun, der Besitzer sagt, kein Thema, ich lösche jetzt diesen Termin und würde jetzt gerne nach ein paar Tagen die Kundin wieder anrufen. Und jetzt fällt ihm auf, hoppla, die Telefonnummer ist weg, weil er hat den ganzen Datensatz gelöscht. Er musste auch den ganzen Datensatz löschen, weil der Termin, der Wert des Termins, ja Teil des Primärschlüssels ist. Und Primärschlüssel müssen immer mit einem Wert belegt werden. Wir dürfen Primärschlüssel nicht mit Null belegen. Und das heißt, er hat die Telefonnummer löschen müssen. Das heißt, wenn wir ein fehlerhaftes Datenmodell oder ein, ich sag mal, unglückliches Datenmodell haben, dann würden wir unter Umständen beim Löschen von einzelner Teildaten einen Datenverlust von anderen
Daten erleiden, und das würden wir als Löschanomalie bezeichnen. Ja, also unerwünschte Datenkonstellation oder unerwünschtes Verhalten beim Löschen wäre die Löschanomalie. Gucken wir uns einen weiteren Fall an. Jetzt kommt ein Kunde und sagt, ich habe ein Auto, aber das ist noch gar nicht angemeldet. Aber wenn ich es angemeldet habe, würde ich gern, was weiß ich, am 1.1., was auch immer, zur Inspektion kommen. Und er sagt, bitte Rückruf, dass wir einen Termin ausmachen können. Und das würde jetzt natürlich der Besitzer gerne machen, weil er würde gerne einen potenziellen Kunden zurückrufen. Er kann aber seine Daten nicht eintragen, weil kein Kennzeichen vorhanden ist. Er könnte ja irgendwie einen Dummy-Termin schon mal eintragen, aber er hat kein Kennzeichen, weil das Fahrzeug noch nicht angemeldet ist. Das heißt, er kann diesen Kunden nicht in seine Datenbank eintragen, obwohl er es gerne würde. Das heißt, beim Einfügen haben wir auch Situationen, wo wir unerwünschtes Verhalten haben, und wir können hier unabhängige Teildaten eben nicht einfügen, und das wäre die sogenannte Einfügeanomalie. Es gibt noch andere Fehlverhalten beim Einfügen, wenn wir beispielsweise jetzt hier den Peter Frank wieder mit einer anderen Telefonnummer einfügen würden, hätten wir auch eine Einfügeanomalie. Aber grundsätzlich mal muss klar sein, dass diese Anomalien existieren. Also die Einfügeanomalie, dann hatten wir ja die Änderungsanomalie und die Löschanomalie. Und das sind alles Anomalien oder alles Probleme, die bei den Statements auftreten, die wir zur Verfügung haben, um Daten zu manipulieren. Das wäre das Insert Statement, das Update Statement und das Delete Statement. Das Replace Statement habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, weil das Replace Statement nichts anderes ist wie ein Delete und ein anschließendes Insert, aber im Wesentlichen gilt das da natürlich auch. So, und unser Ziel ist es jetzt, genau diese Verhaltensweisen zu verhindern. Das heißt, wir wollen unser Datenmodell so umbauen, dass genau diese Problemstellungen nicht auftreten. Und das Ganze, die ganze Übung wäre die sogenannte Normierung. Nun, um die ganze Bandbreite der möglichen Überlegungen abzudecken, habe ich jetzt einfach noch zwei weitere Datensätze eingefügt. Und zwar hat die Rita Frank noch ein weiteres Auto angemeldet. Und dann die Rita Frank hat dann nochmal den Käfer von ihrem Mann mit dem Kennzeichen ABS7 auch nochmal angemeldet. Und das heißt, das wäre jetzt die Datenkonstellation, mit der wir hier arbeiten. Und die wollen wir jetzt in ein Datenmodell überführen, das eben normalisiert ist. Und die Normalisierung, die wir hier machen, die erfolgt in drei Schritten, von der ersten zur zweiten zur dritten Normalform. Weiter werden wir das hier nicht treiben, aber das ist in aller Regel für ein sinnvolles Datenmodell ausreichend. Gut, wir beginnen mit der ersten Normalform, und die erste Normalform fordert, dass die Attribute atomar vorliegen, und genau das haben wir hier nicht. Wir haben sogenannte nicht atomare Werte, und das sehen wir hier beim Namen. Dort haben wir jetzt hier einfach lustig den Vor- und Nachnamen zusammengepackt, und das würde der Atomarität widersprechen. Also atomar fordert, dass jede Information in einer Tabelle in einer eigenen Spalte gehalten wird. Und wir haben jetzt hier einfach zwei Informationen abgelegt, nämlich den Vor- und Nachnamen. Im Prinzip, man kann zwar erraten beispielsweise beim Peter Frank, was Vor- und Nachname ist, aber nicht zwingend, weil eben der Nachname sich auch so anhört wie ein potenzieller Vorname. Und deswegen müssen wir das für die erste Normalform eben verhindern und eben den Namen in Vor- und Nachname aufsplitten. Und damit haben wir jetzt unsere Tabelle in der ersten Normalform vorliegen. Die Forderung war ja, dass alle Attribute atomar vorliegen. Das heißt, jede Information in einer eigenen Spalte liegt. Die Frage ist aber, was ist denn eigentlich eine Information? Und das muss man natürlich basierend auf dem Anwendungsfall für diese Datenbank entscheiden. Beispielsweise ist es jetzt wichtig, die Hausnummer getrennt abzulegen, oder kann ich sagen, Hauptstraße 1 wird in ein Feld reingelegt. Das hängt einfach davon ab, was ich mit diesen Daten machen möchte. Was ist für mich eine relevante Information?
Was auf jeden Fall getrennt werden muss, auf alle Fälle, sind die mehrwertigen Attribute. Wir dürfen die nicht in einem Feld hinterlegen und das würde hier eben auch einen Widerspruch zu der Atomarität bedeuten. Also wir dürfen auch keine mehrwertigen Attribute mehr haben. Und wenn wir das alles erledigt haben, dann haben wir hier die erste Normalform erreicht. Als nächstes kümmern wir uns um die zweite Normalform. Grundsätzlich ist es so, wir haben ja schon mal gesagt, wenn wir Redundanzen in unseren Daten irgendwie wiederfinden, dann ist es ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass wir nicht in der dritten Normalform sind. Und auch die zweite Normalform entfernt uns gewisse Redundanzen und genau das wollen wir uns hier mal anschauen. Versuchen wir es mal konzeptionell. Und zwar, ich mache jetzt Folgendes. Wir haben jetzt hier einen Gesamtschlüssel aus zwei Teilschlüsseln, Termin und Kennzeichen. Und jetzt sehe ich Kennzeichen, Marke und Typ, die hängen ja schon irgendwie zusammen. Und ich kann nämlich jetzt Folgendes behaupten, dass wir hier eine sogenannte volle funktionale Abhängigkeit zwischen dem Kennzeichen und Marke Typ haben. Was heißt das? Das heißt, ich kann jetzt ein Attribut, in dem Fall natürlich den Teilschlüssel Kennzeichen nehmen und versuchen, darauf eine Verbindung zu den anderen Feldern zu machen. Ich kann zum Beispiel Folgendes sagen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen ABS7 ist ein VW Käfer, ja, weil ich habe als Kennzeichen Schlüsselattribut ABS7 und die Marke und Typ ist VW Käfer. Und wenn ich das sagen kann, dass ABS7 ein VW Käfer ist, kann ich an jeder Stelle, wo ich genau dieses Kennzeichen finde, genau diese Aussage treffen. ABS7 ist ein VW Käfer und ABS7 ist ein VW Käfer. Das wäre die sogenannte volle funktionale Abhängigkeit. Wenn ich sozusagen einen Schlüssel habe, der mir eine exakte Abbildung eines zweiten oder dritten Wertes ermöglicht. Und genauso kann ich jetzt sagen, CBS7 ist ein Citroën 2CV und EBS7 ist auch wieder ein VW Käfer. Das heißt, die Richtung ist klar definiert. Ich gehe von dem Kennzeichen zu Marke und Typ. Andersrum funktioniert es nicht. Ich kann nicht sagen, dass jeder VW Käfer das Kennzeichen EBS7 ist, weil es gibt ja auch noch das ABS7 und das wäre auch ein VW Käfer. So, und das würden wir eine sogenannte volle funktionale Abhängigkeit bezeichnen. So, jetzt haben wir noch einen zweiten Schlüssel. Wir sehen hier den Termin als zweites Feld und hier haben wir allerdings keine funktionale Abhängigkeit, schon gar keine volle. Gut, warum? Wir könnten jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ja, 20.01.2021 ist ein Käfer, da wird ein Käfer repariert. Schon in der nächsten Zeile sehen wir aber, dass diese Aussage nicht tragbar ist, ja, weil am 20.01. wird neben diesem VW-Käfer noch ein Citroën repariert. Das heißt, diese Aussage ist falsch. Das heißt, wir können nicht von dem Termin, rein von dem Termin, auf die Marke und den Typ schließen, sondern nur von dem Kennzeichen. Deswegen haben wir hier keine funktionale Abhängigkeit. Gut, aber wir hatten ja gesagt, wir hatten einen gemeinschaftlichen Schlüssel. Wir haben Termin und Kennzeichen als Primärschlüssel und der Primärschlüssel ist ja dafür zuständig, jeden Datensatz eindeutig zu identifizieren. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich, wenn ich jeden Datensatz eindeutig identifizieren kann, gilt es natürlich auch für Marke und Typ. Aber streng genommen für Marke und Typ brauche ich den Termin nicht. Wenn ich ihn aber dazu nehme, würden wir hier von einer sogenannten funktionalen Abhängigkeit, also nicht voll, sondern nur funktionale Abhängigkeit sprechen, nämlich Termin und Kennzeichen zusammen kann ich eindeutig auf die Marke schließen, beziehungsweise Termin und Kennzeichen zusammen lässt mich auf den Typ schließen. Aber die volle funktionale Abhängigkeit habe ich nur vom Kennzeichen, weil Termin mir hier keinen Mehrwert bietet. Also es reicht mir das Kennzeichen, um zur Marke zu kommen und das Kennzeichen reicht, um zum Typ zu kommen. Das heißt, der Termin bietet keinen Mehrwert für die Identifikation für die Marke und Typ. Deswegen kann ich das Ganze jetzt ausgliedern. Ja, ich kann sozusagen Marke und Typ anhand des Kennzeichens identifizierbar machen
und das Kennzeichen dann lediglich als Fremdschlüssel in die neue, zur neuen Tabelle hier reinpacken. Es bleibt nach wie vor ein Primary Key, auch für die ursprüngliche Tabelle, aber sie fungiert auch als Fremdschlüssel zur neu erstellten Tabelle. So, wenn wir uns hier unten anschauen, sehen wir wieder, dass wir doppelte Datensätze haben, Redundanzen. Die müssen raus. Und zwar habe ich da auch gar keine andere Wahl, weil das Kennzeichen ja der Primärschlüssel ist und der Datensatz mit dem Kennzeichen ABS7 ist dreimal drin. Das ist eine Primärschlüsselverletzung. Das heißt, sowas könnte ich gar nicht ablegen. Also muss ich die Werte rausnehmen. Und damit habe ich jetzt unten die Tabelle sauber realisiert. Schauen wir es uns nochmal schnell an. Wir haben hier die volle funktionale Abhängigkeit zu dem Schlüsselattribut. Gut, Grundstück, es gibt ja nur noch eins, also muss es eine volle funktionale Abhängigkeit sein. Und man notiert es dann so. Die volle funktionale Abhängigkeit ist, dass ich von dem Kennzeichen auf den Typ schließen kann. Also Typ ist voll funktional von Kennzeichen abhängig. Und gleiches gilt für die Marke. Die Marke ist voll funktional vom Kennzeichen abhängig. Und jetzt müssen wir uns aber die restliche Tabelle nochmal anschauen. Vielleicht gibt es da auch solche Situationen. Gucken wir uns mal den Termin mit den Vornamen, Nachnamen und Telefon an. Also quasi die Zeit, der Zeitschlüssel, ob der mit der Person, die da drin hängt, in irgendeiner Form eine ähnliche Situation bildet wie das Kennzeichen zu den Fahrzeuginformationen. Gehen wir es mal durch. Wir sehen hier 20.01., den haben wir dreimal drin, führt aber zweimal zu Rita Frank und einmal zu Peter Frank. Das heißt, ich kann nicht sagen, wenn der 20.01. angeguckt wird, dass ich zwingend zum Peter Frank gehe, sondern die Rita hat am gleichen Termin einen Werkstatttermin und dementsprechend habe ich keine funktionale Abhängigkeit. Gut, aber wir haben ja noch einen zweiten Primärschlüssel. Gucken wir uns das Kennzeichen nochmal an. Dazu schauen wir uns das Kennzeichen ABS7 mal an. Und wir sehen hier schon, dass das Kennzeichen ABS7 zweimal auf den Peter Frank zeigt und ganz unten einmal auf die Rita Frank, weil die für ihren Mann mal das Auto abgegeben hat. Das heißt, wir haben hier auch keine funktionale Abhängigkeit. Ich kann von dem Kennzeichen nicht auf den Kunden schließen. Ja, das heißt, dass wir im Prinzip hier zwingend beide Schlüssel brauchen, um den Vornamen, Nachnamen und Telefon, also die Daten, eindeutig zu identifizieren. Und dadurch haben wir eine volle funktionale Abhängigkeit des Vornamens zu Termin und Kennzeichen. Wir haben eine volle funktionale Abhängigkeit des Nachnamens zu Termin und Kennzeichen und entsprechend auch vom Telefon. So, das wäre eigentlich jetzt der Startschuss zu sagen, ja, wir müssen jetzt nicht weiter prüfen, sondern wir sind fertig, wir dürfen jetzt behaupten, unsere Tabellen sind in der zweiten Normalform. Die Eigenschaften der zweiten Normalform ist folgendes, wir müssen auf jeden Fall erstmal sagen, die Tabelle liegt in der ersten Normalform vor. Das heißt, es ist eine Grundvoraussetzung, die Normalform bauen aufeinander auf. Ja, also das heißt, ich brauche atomare Attribute und alle Nichtschlüssel hängen vom gesamten Schlüssel ab. Ja, das heißt, die Vorname, Nachname, Telefoninformation kann ich nur über den gesamten Schlüssel eindeutig identifizieren. Oder anders ausgedrückt, die Nichtschlüsselattribute sind voll funktional abhängig vom Gesamtschlüssel. Das ist die Forderung. Und das haben wir ja hier bei beiden Tabellen, bei der oberen und bei der unteren gegeben. Und dieses untere, voll funktional abhängig vom Gesamtschlüssel, diese Forderung heißt im Umkehrschluss auch, dass jede Tabelle, die nur einen einzigen Schlüssel, eine einzige Schlüsselspalte hat, automatisch in der zweiten Normalform ist. Weil ich kann den Schlüssel nicht weiter trennen, es gibt ja nur einen. Nächster Schritt ist jetzt die dritte Normalform. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen ja schon aufgefallen, wir haben in dieser unteren Tabelle auch wieder ein kleines Problem. Wir haben hier wieder unser Redundanzproblem. Und zwar ist die Zuordnung Käfer zu VW doppelt.
Ja, wir haben doppelt, zweimal die Information, ein Käfer ist von der Firma VW hergestellt worden. Und diese Information, die brauchen wir nur ein einziges Mal und nicht zweimal. Also wir wollen unsere Redundanzen loswerden und genau hier müssen wir jetzt entsprechend wieder weitermachen, dass wir das auch realisieren können. Damit wir das können, müssen wir noch über eine Kleinigkeit sprechen. Und zwar, wir sehen hier die drei Informationen, die wir in dieser Tabelle haben. Wir haben das Kennzeichen, den Typ und die Marke. Nun, der Typ hängt gerade von dem Kennzeichen ab. Das heißt, ich kann von dem Kennzeichen schließen, was für ein Typ es ist. Ja, das heißt, wir haben hier eine volle funktionale Abhängigkeit des Typs vom Kennzeichen. Und wir haben auch eine volle funktionale Abhängigkeit von der Marke zum Typ. Weil wenn ich weiß, es ist ein Käfer, weiß ich automatisch, es ist VW. Das ist eine weitere Abhängigkeit. Und die Tatsache, dass ich jetzt hier über zwei Stufen gehe, also einmal von Kennzeichen zu Typ und von Typ zu Marke, kann ich auch sagen, ich habe eine Abhängigkeit der Marke vom Kennzeichen. Ja, das heißt, wenn ich sage ABS7, weiß ich automatisch auch, es ist ein VW, weil wenn ich weiß, ABS7 ist ein Käfer, weiß ich damit auch, es ist ein VW. Und diese Abhängigkeit über zwei oder mehrere Stufen nennen wir eine transitive Abhängigkeit. Ja, also die Marke ist transitiv abhängig vom Kennzeichen. Und solche transitiven Abhängigkeiten müssen wir loswerden. Und die zu erkennen ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich mal gilt hier wieder, wenn wir irgendwelche Redundanzen haben, dann riecht es eben nach solchen Problemstellungen. Und genau das machen wir jetzt. Wir zerlegen einfach unsere Tabelle in Kennzeichentyp und dann eine weitere Tabelle, wo dann drin steht, welcher Typ wird von welchem Hersteller hergestellt. Und jetzt sehen wir hier auch wieder eine Redundanz, die wir ganz einfach loswerden, indem wir den doppelten Datensatz einfach rausschmeißen. So, damit sind wir jetzt hier an der Stelle sauber. Dann gucken wir mal, ob wir oben nicht auch so eine Situation haben. Wir sehen hier schon mal eine gewisse Abhängigkeit. Wir haben hier zwei Personen und eine Information Telefonnummer. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wirklich jede Person eine Telefonnummer hat. Ich weiß, es könnte auch sein, dass der Peter Frank und die Rita Frank die gleiche Telefonnummer angeben würden, ist sogar wahrscheinlich. Aber für das Beispiel gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Telefonnummer eindeutig ist. Wir werden ganz am Schluss uns nochmal anschauen, wie wir das Ganze grundsätzlich auch für die Praxis sauber hinkriegen. So, wir haben jetzt hier aber erstmal diese Situation, dass wir sagen können, okay, Telefon, Vorname, Nachname, die haben irgendwie eine Abhängigkeit und deswegen wollen wir uns die mal getrennt voneinander anschauen. Die fünf Attribute hängen jetzt schon noch zusammen, aber ich möchte die rechten jetzt einfach mal getrennt, ich sag mal, betrachten. Ja, also es ist immer noch eine Tabelle, aber ich greife jetzt einfach die letzten drei Spalten raus und gucke, inwieweit die zusammenhängen. Und wenn ich die jetzt in irgendeiner Form priorisieren möchte, dann könnte ich jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ja, Telefon wäre jetzt in dieser Untergruppe der Primärschlüssel. Und jetzt kann ich Folgendes sagen. Der Vorname hängt voll funktional von der Telefonnummer ab und der Nachname auch. Ja, deswegen haben wir hier an der Stelle das Telefon als Primärschlüssel gewählt. Wie gesagt, unter der Prämisse, dass wirklich jeder Kunde und seine eigene Telefonnummer mitbringt. So, das wäre dann schon mal ein Ansatz. Dadurch habe ich jetzt aber eine transitive Abhängigkeit von dem Vornamen und dem Nachnamen zum Kennzeichen, weil wir haben ja gesagt, Vorname, Nachname hängt vom Telefon ab und Telefon dann gezwungenermaßen als Indikator oder als Wert in der Tabelle wiederum von dem Primärschlüssel der Tabelle und das wäre dann eine transitive Abhängigkeit. Wir machen
quasi wieder das gleiche wie unten bei der Fahrzeugtabelle. Wir lagern diese Information in eine Teiltabelle aus und verpassen der dann diesen Primärschlüssel, den wir da als sinnvoll erachtet haben. Und den müssen wir natürlich wieder als Fremdschlüssel bei der ursprünglichen Tabelle hinterlegen, damit der Link zu den Informationen gegeben ist. Ja, und jetzt haben wir natürlich wieder rechts eine Datenredundanz. Wir haben den Peter Frank doppelt und wir haben die Rita Frank doppelt. Das war ja auch mit ein Grund, warum wir das auch überhaupt identifiziert haben. Und wie vorhin auch schon mal gesagt, diese Datenredundanzen sind für uns ein Indikator, dass wir hier noch eine Anpassung machen müssen. So, also was machen wir? Wir schmeißen alles das raus. Wir müssen es auch hier wieder rausschmeißen, weil wir hätten ja sonst eine Verletzung des Primärschlüssels. Also raus damit. Und damit wäre jetzt unser Datenmodell in der dritten Normalform. Ja, wir haben die zweite Normalform ja bereits gehabt und haben basierend auf der zweiten Normalform die dritte Normalform erstellt, indem wir einfach gesagt haben, wir dürfen keine Abhängigkeiten zwischen den Nichtschlüsseln haben, beziehungsweise keine transitiven Abhängigkeiten von Nichtschlüsselattributen zu den Schlüsselattributen. Und damit sind wir in der dritten Normalform. Und wenn man sich das so anschaut, ich meine, es ist relativ klar, dass man es so macht. Also jeder, der so ein bisschen schon mal mit Datenbanken zu tun hat, der wird es genau so hingelegt haben, dieses ganze Thema, und nicht erstmal diese mühsamen Schritte über erste, zweite, dritte Normalform durchexerziert haben, sondern das macht man irgendwann automatisch richtig, weil man eine gewisse Aversion gegen Redundanzen entwickelt, und dementsprechend ist sozusagen das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, einfach nur der klar strukturierte Weg zur dritten Normalform, was wir, ich sag mal, intuitiv ohnehin schon richtig machen würden. Nun, jetzt müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Und zwar schmeißen wir jetzt mal die Daten raus und malen das jetzt so hin, wie wir es im Datenmodell, in der Datenmodellnotation eigentlich kennengelernt haben. Und jetzt als allererstes fällt mir jetzt schon mal die Termintabelle auf, wo das erste Feld auch Termin heißt. Das wäre eigentlich ein Datum. Das müsste man umbenennen, damit es ein bisschen sauberer ist. Und dann würde ich auch grundsätzlich immer empfehlen, technische Schlüssel zu verwenden. Wir haben hier ja existierende Attribute identifiziert, die einen Schlüssel darstellen können, basierend auf den Daten. Aber in der Praxis würde man das vermutlich so nicht machen. Wir haben ja bei der Telefonnummer ja schon gesagt, was ist, wenn zwei Personen die gleiche Telefonnummer angeben, dann würden wir hier ziemlich alt aussehen. Und wir haben immer ein Problem mit den sogenannten sprechenden oder fachlichen Schlüsseln. Deswegen wird man in der Praxis in aller Regel technische Schlüssel verwenden. Entweder irgendwelche Unique-Schlüssel aus irgendeinem Unique-ID-System oder eben der stinknormale Auto-Inkrement, den mir hier MySQL oder eine normale Datenbank in aller Regel bietet. So, dann haben wir das hier eingetragen, soweit so gut. Und jetzt ordnen wir das vielleicht noch ein bisschen um oder stellen das noch ein bisschen um, dass wir die Beziehungen eintragen können. Und was jetzt noch fehlt, sind die Kardinalitäten. Und das geht auch relativ fix. Ein Kunde kann mehrere Termine erstellen. Ein Auto kann öfter mal in einem Termin repariert werden. Und die Fahrzeugzuordnung gilt natürlich für mehrere Autos, weil nicht nur ein VW-Käfer rumfährt, sondern eben entsprechend mehrere. Und damit haben wir jetzt unser Datenmodell soweit sauber, und damit wird jetzt unser Werkstattbesitzer mit Sicherheit mehr Freude haben als mit dieser schrägen Konstruktion, in der wir alles in eine Tabelle reingeklopft haben. Ja, jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, dass wirklich auch alles angekommen ist. Wir haben über die Normalform gesprochen, und zwar die erste Normalform, haben wir gesagt, ist, dass alle Attribute atomar vorliegen müssen, also keine mehrwertigen Attribute, nicht irgendwie mehrere Informationen, die eben getrennt ausgewertet werden müssen in einer Spalte.
Basierend darauf dann die zweite Normalform, die eben alle Tabellen der ersten Normalform noch weiter spezifiziert, wo wir dann einfach sagen, alle Nichtschlüsselattribute müssen vom gesamten Schlüssel abhängen oder anders ausgedrückt, die Nichtschlüsselattribute müssen voll funktional abhängig vom Gesamtschlüssel sein. Das war ja die Geschichte, dass wir gesagt haben, ja, wenn ich jetzt eine Tabelle habe, die nur ein Schlüsselattribut hat, dann ist es automatisch in der zweiten Normalform. Wenn wir aber mehrere Schlüsselattribute haben, dann ist es eben nicht immer der Fall und dann müssen wir eben unsere Datenmodelliererbrille aufsetzen und genau drauf gucken. Die dritte Normalform fordert, dass die Tabelle auf jeden Fall schon in der zweiten Normalform vorliegen muss und die Nichtschlüssel nicht untereinander abhängig sein dürfen. Ja, also keine Abhängigkeiten zwischen den Nichtschlüsseln oder anders ausgedrückt, keine transitiven Abhängigkeiten der Nichtschlüsselattribute zu den Schlüsselattributen der Tabelle. Und wie ich an einigen Stellen schon mal gesagt habe, immer dann, wenn wir den Eindruck haben, wir würden oder wir könnten redundante Informationen in unseren Tabellen ablegen, dann ist es ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass wir nicht in der dritten Normalform liegen und dann eben entsprechend Schritt für Schritt mal durchgehen, um zu gucken, wo die Probleme herkommen. Ja, das war's mal wieder. Das war jetzt erstmal wahrscheinlich das letzte Video zum Thema Datenmodellierung, also zumindest was das normale relationale Datenmodell für Backend-Systeme, also für transaktionale Systeme angeht. Und es wird durchaus noch ein paar Datenbank-Videos geben. Aber jetzt hier für die Modellierung haben wir jetzt das Wichtigste wirklich besprochen. Wir können die dritte Normalform herstellen und das ist auch das, was vermutlich in den Prüfungen am häufigsten verlangt wird. Und wenn wir das einigermaßen im Griff haben und ein paar Mal eingeübt haben, kann uns da auch schon gar nichts mehr passieren. Insofern, besten Dank fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Video und wie immer dranbleiben.